Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Es ist der 23. Dezember. Wir haben noch ein Türchen sozusagen, wenn wir den heute aufgemacht haben. Da kommt dann morgen die große 24 dran. Da bin ich schon sehr gespannt. Äh, genau, da machen wir heute mal weiter mit der 23. Gestern hatten wir den äh, Wilson drin gehabt von ZEC. So ein Sima-Paket. Und heute gucken wir einfach mal, was wir hier in der 23 haben. Und da haben wir hier umweltfreundlich und fängig. Besser geht's nicht. Also, da sind auf jeden Fall Regenwürmer drin, würde ich mal sagen. Oder Tauwürmer oder Mistmaden. Oder auch ein paar Bienenmaden. Aber wie die so lange überlebt haben, das werden wir dann jetzt herausfinden, würde ich mal sagen. Natürlich nicht. Es ist ein Wrecker-Shad. Und da haben sie mich genauso gekriegt, bald wie vorher schon. Wir hatten ja schon mal so ein ähnliches Paket, in dem einmal die Schrift so rumsteht und das andere mal so rum. Wo waren das in der 1? ne? werde nochmal gucken. Viel Spaß. Genau, da war nämlich die hundsgemein Beer Wars drin. Genau. Nein, natürlich der Slim Jim war hier in der 1 drin. packen wir mal gleich wieder weg. Von Iron Claw. Schwupps. Haben wir hier nochmal zum Abschluss nochmal den Wrecker Shed in 7 cm. Was steht hier alles? Verpackung zu 90% aus Recyclingmaterial. Ausschließlich mit einem Weichmacher aus der Medizin- und Babypflege. Gibt's. gibt's ein Babypflegeprodukt, was Babys weich macht? Na, das ist ja... Gibt es da nur noch Mädchen? Ha? Naja. Umweltfreundlich und durch extrem lange Einsatzzeiten. Äh, hat Hakenkanal für Kinder, leichte Montage. Mit Kindern haben sie es aber hier, ne? So, der Mobi Softbaits sind schwimmend und lassen sich perfekt am Grund stehen präsentieren. Etwa 100% länger haltbar als konventionelle Gummiköder. Alle Stoffe sind Unschädlich und umweltverträglich. Äh, hält selbst schärfsten Hechtzähnen stand. Ideale Ökobilanz. Ökobilanz Ach Gott, ey. Entschuldigung. <laughs> Ideale. Ich hätte die 8. Klasse nicht verlassen sollen. Ideale Ökobilanz äh, vom Rohstoff bis zur Verpackung. Äh, alles an diesem Produkt stammt aus Deutschland. Das ist ja verrückt. Nie zusammen mit anderen Gummiködern lagern. den nee, das kann ich nicht lesen. Da steht genau das so drüber. Ja. Vielleicht könnt ihr das? Ne? Nee, wird nichts, oder? Egal. Ja, okay. Ähm, hm. Da sage ich ein paar Worte zu, bei der Zusammenfassung mal zu. Ne? Ja, genau. Ansonsten haben wir hier zum Abschluss heute nochmal zweimal Gummi. Äh, ein sehr natürliches Produkt hier. Anscheinend könnte man wahrscheinlich auch den Kindern zum Spielen geben. Da werden wir sicherlich in dem aktuellen IGTV und YouTube-Video von My Fishing Box und ja, Iron Claw, weiß gar nicht, wer das da macht. Wer hat das bei der 1 gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ist auch schon zu lange her. Da ähm, werden wir nochmal ein paar Infos dazu bekommen und die erfahrt ihr dann hier natürlich bei mir. Morgen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen tollen Start in die letzte Woche in diesem Jahr. Und wir sehen uns morgen am 24. Nach dem 24. gibt es auch nochmal eine Zusammenfassung. Da muss ich bloß mal gucken, ob ich eine Zusammenfassung mache für diesen Kalender oder eine zusammen mit dem Hecht- und Barsch Kalender oder eine hierfür, eine für Hecht und Barsch und eine, wo beide zusammen. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, äh, wie viele Videos ich euch in diesem Jahr noch aufdrängen kann. Aber das werden wir dann sehen. Jedenfalls wünsche ich euch einen tollen Start in die Woche. Oh, haut rein, bis morgen. Euer Lamy.